Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von World of Tanks. Wir sitzen heute in dem Panzer S-35 oder in der Langfassung der Panzerkampfwagen S-35-739F, was wahrscheinlich für früh steht. So, eine weitere Folge übrigens, in der ich ein wenig am Kränkeln bin. Also es tut mir leid, wenn ich ab und zu ein bisschen köcheln muss oder ein bisschen schniefen muss, da kann ich leider selbst nichts für. Und wir fahren heute einen der unfairsten Panzer, die es in diesem Spiel gibt, vor allem auf Stufe 3, den meiner Meinung nach OP-sten Panzer. Zu unserem Pech haben wir natürlich jetzt eine Viererrunde, was aber eigentlich sogar nur fair ist, weil dieser Panzer halt einfach scheiße ist. Und ich meine jetzt nicht scheiße im Sinne von, er spielt schlecht, sondern im Sinne von, er ist in allen Punkten, in allen Vorteilen einfach viel zu stark. Dieser Panzer hat eine Durchschlagskraft von 90 mit der Premium-Munition und 55 normal. Mit 90 können wir immer durchschießen, weil das Spiel einen sogar extrem dafür belohnt, mit Premium-Munition zu schießen. Und jetzt kommt das Beste. Er lädt schnell nach, er zielt gut. Die Munition kostet zwar 800, rentiert sich ja wie gesagt extrem stark. Die Panzerung ist voll solide. Die Gegner können fast nie was gegen einen ausrichten. Es ist einfach ein Biest. Es ist einfach, stellt euch vor, das wäre ein Stufe 4er, 5er Panzer, der in Stufe 3 quasi ist. Mit Vorteilen des Premium-Panzers. Es ist halt einfach miese Brise. Ja, und da ich den damals halt immer verteufelt habe mit jedem Panzer, den ich selbst gefahren bin, dachte ich mir, komm, wir probieren ihn heute mal aus und testen mal wirklich aus, ob der wirklich so eine Unverschämtheit ist, wie er sich immer, wie er immer betitelt wird. Und bis jetzt hat sich das zumindest bewahrheitet. Ich habe nämlich leider auch ein bisschen reingefailt, das sage ich euch gleich aber nochmal. Und zwar, ich habe aus Versehen, das ist mir schon der Ewigkeit nicht mehr passiert tatsächlich, au. Ich fahre natürlich auch noch genau gegen den Panzer, der mir wieder 400 Schaden reinhaut. Das war wieder richtig dumm. Egal, geht schon. Wir müssen nur aufpassen wegen der Artillerie, weil die kommt ja gleich auch noch. Wenn sie denn trifft. Nee, auf jeden Fall habe ich leider reingefailt. Ich habe nämlich eventuell aus Versehen gedacht, ey, ich nehme schon auf und habe quasi mit mir selber gequatscht und hat sie nicht aufgenommen. Was soll ich sagen? Der ging nicht durch. Warte. Er zielt. Oh, und noch ein Stück. Hm, ärgerlich. Die Situation ist ein wenig gefährlich hier. Okay. Tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, da ist ein Hetzer. Müssen wir aufpassen. Der sei uns jetzt nicht noch erwischt, weil der müsste langsam mal sterben. Nee, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, ist, sorry, ich war gerade noch ein bisschen abgelenkt. Ich habe leider schon zwei Runden aufgenommen, dachte, ey, ich habe das jetzt schon safe im Laufen und habe die Aufnahme nicht angemacht. Aber ich zeige euch gleich die Ergebnisse der Runden. In einer Runde habe ich mich tatsächlich, das war die allererste, die ich mit dem Panzer gespielt habe, 9 Medaillen bekommen mit 1500 Schaden. Also sehr ärgerlich, aber ich werde versuchen, dran zu denken, dass ich die dann eventuell als Replay mit reinnehme am Ende. Natürlich unkommentiert leider. Aber wäre cool, wenn ich sie kriege. Das waren schöne Hits. Oh, habe ich gespottet? Das ist natürlich ärgerlich. Okay, der Hetzer, muss ich zugeben, war tatsächlich ein sehr starker Gegner. Da kommt ein Strive. Okay, ich hoffe, es funktioniert, was ich jetzt gerade tue. Sehr gut sogar. Oh, kommst nicht durch. Das Gefühl kenne ich, mein Freund. Ist keine Schande. Danke. Aber es ist genau das, was ich meinte mit, es ist einfach ein unfairer Panzer. Wir landen bei ihm mehrere Hits mit richtig geilem Damage. Ist eigentlich egal, wo wir treffen, weil wir eh quasi durchkommen. Und er mit APCR, ja, leider nicht, mein Freund, leider nicht. Was soll ich sagen, ne? Ich finde, es ist bei ihm nur die normale Munition, aber trotzdem. Geht hier ums Prinzip. Würden Sie bitte nicht auf mich schießen, Herr Sexton One? Sexton?
Ey, dieses kleine Stückchen da oben, ne? Rettet mir auch wirklich den Arsch auf regulärer Basis, du. Leute, ich habe irgendwie so ein kleines Problem hier. Bin ich ja early. Oh, knapp, bin ich ehrlich. Oh shit. Guck's dir an. Alles weggeblockt. Ha, lächerlich. Das ist sowas von lächerlich. Und tot. Ja, warum er sich so umgestellt hat, verstehe ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber nehme ich gerne mit natürlich, ne? Klar. Ich habe ein bisschen Schiss wegen der Artillerie. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Leute, ich bin ehrlich, ich hänge ein bisschen an euch. Ich, vor allem, wir haben so einen krassen Hit vom Hetzer kassiert und haben halt trotzdem 1169 Damage schon. Das ist halt lächerlich, Mann. Es ist einfach nur lächerlich. So ein Dreckspanzer einfach. So eine unfaire Scheiße. Es tut mir leid, aber ich habe wirklich schon mich so oft über diesen Panzer aufgeregt. Und jetzt, wo ich ihn selber testen will, ist das... Oh, ist schlecht. Da ist noch eine zweite Stück, aber die hoffe ich sieht mich nicht. Scheiß drauf, ich muss es versuchen, ihn zu pushen. Ziel erfasst. Wirkungstreffer. Meine einzige Chance. Guck mal, wie er nichts machen kann. Er kann nichts tun. Ist das ein Kackgame? Also, sorry. Allein diese Situation. Er ist ein Viererpanzer und hat keine Chance, was gegen mich zu unternehmen. Der ist ja sowas von am Arsch gewesen. Das tut mir auch wirklich leid für ihn, jetzt mal ganz im Ernst. Er hat ja wirklich legit gar keine Chance. Tja. Lächerlich, Junge. Lächerlich. Ja, und ich zeige euch jetzt eben ganz kurz, was ich meinte mit der einen Runde. Weil es genau der Punkt ist, warum ich diese Folge mache mit diesem Panzer. Er ist einfach in allen Punkten zu stark. Ist natürlich keine Frage. Ich kann es nicht mal den Leuten vorhalten, die das spielen. Ist natürlich irgendwie auch fair für die, die es halt sich geholt an den Panzer. Und er ist ja auch nicht allzu teuer. Aber dass halt so etwas überhaupt in diesem Balancing drin ist, ist halt Mist. Und das hier war wirklich legit die allererste Runde, die ich mit dem Panzer gespielt habe. Kann ich auch eben nochmal ganz kurz zeigen für die restlichen 1%, die es nicht glauben sollten. Ich gehe mal nach Land sortieren. Und dann bitte nach Stufe. Macht er natürlich nicht, er macht es nur nach 1. Ach, dann gehen wir halt so runter, ist mir auch egal. Stufe 3. Ich bin blind. Da ist er. Zwei Gefechte und jetzt gerade eben war ich im dritten Gefecht. Okay. So, und wir sehen hier, das ist dieses erste Gefecht damit. So sah es aus. Ich habe einfach 9 Medaillen bekommen, Junge. 12.500 Erfahrung, 124.000 Kreditpunkte. 10 Module zerstört, 1526 Damage mit richtig vielen Treffern. Es ist absolut lächerlich. Guck's dir an hier. Komplett dominiert haben wir das. Und es lohnt sich sogar noch mit Premium-Munition. Weiß ich nicht. Also, meiner Meinung nach hat das in diesem Spiel eigentlich sollte es so sein, dass es auch alles gebalanceder ist in den Stufen. Es kann natürlich mal sein, dass jetzt hier die Panzer rausstechen, Schere, Stein, Papiersystem, aber der Panzer, der hat gefühlt keinen Nachteil. Es ist unfassbar. Die einzigen, die ihn zu einer großen Gefahr werden, sind wirklich Jagdpanzer, die selber extrem hohen Damage machen, so wie halt zum Beispiel eine Stuck 3B oder ein Hetzer wie gerade eben. Das sind so die Hauptkritikpunkte. Oder beziehungsweise das Einzige, was ihm Damage machen kann. Alles andere steckt er weg, als wäre da nichts gewesen. Das ist krass, das Ding. Also wirklich krass. Wenn ihr also einen günstigen, absolut OP'en Panzer haben wollt, um Kreditpunkte zu farmen, dann holt euch hier den Panzer S35. Ich weiß gerade nicht, wie teuer der war. Ich glaube, 1500 Gold oder so. Ist zwar einmal ein bisschen Geld reininvestieren, aber das lohnt sich definitiv, weil maximal unfair und ihr werdet jede Runde gefühlt eine der geilsten Runden haben, die ihr euch vorstellen könnt, weil der einfach immer so OP ist. Ja, und das Einzige, wie ich finde, dass er in einer relativ fairen Runde sein kann, ist, wenn er in Stufe 4er Gefechte kommt und selbst sie haben, wie ihr gerade eben gesehen habt, kaum eine Chance gegen ihn. Das ist komplett krank. Ja, und ich hatte euch eigentlich gedacht, dass er ein bisschen früher rauskommt, der Panzer, aber irgendwie kommt da gerade nichts. Also, wollen wir jetzt eben warten oder wollen wir jetzt direkt skippen zur nächsten Runde? So, da ist er zurück.
war sogar tatsächlich noch eine Niederlage. Die haben echt auf Fresse noch gekriegt. Traurig. Wir haben jetzt schon Dekor bekommen. Progressive Dekore. Ja, nee, brauchen wir eigentlich. Ich wollte eigentlich nichts drauf drücken. Mach bitte weg. Brauche nicht. Schauen wir uns doch mal ganz kurz an. Was ist denn daraus geworden? Mensch, guck mal. Wir sammeln schon wieder Medaillen ohne Ende. Ist das nicht toll? Und was machen wir? Ohne Sinn und Verstand einfach drauf zielen. Cool, oder? Ja, Schläger. Mindestens 5-mal in einem Gefecht Module verletzen sie Besatzungsmitglieder von Gegnerfahrzeugen. Alles klar. Guckst dir an. Alles kriegen wir hier reingeballert. Die Leves Laio Medaille. Zerstören sie 2 gegnerische Panzer oder Jagdpanzer mit einem mittleren Panzer. Nerven aus Stahl. Und Großkaliber. Ist toll, oder? Ja, so sieht das Ganze aus. Wir sind mal wieder Listenführer mit Abstand. Das ist, ja, ne? Schwierige Geschichte, finde ich. Sehr schwierige Geschichte. Ja, den Skin, den ich drauf gepackt habe, sieht der jetzt ja selber. Den fand ich irgendwie am passendsten, keine Ahnung. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie der heißt. Ist ja auch nicht so wichtig. Und dann gehen wir ins zweite Gefecht. Wieder Minen, mein Gott. Ja, guck mal, die haben schon wieder einen Hetzer. Ja. Ach, guck mal, wie toll es aussieht. Panzer S35, Panzer S35, Panzer S35, Panzer S35. Und die Gegner haben das nicht. Also ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, die Gegner haben jetzt schon keine Chance mehr. So viele Panzer S35, wie wir haben, ist jetzt schon wieder unfair. Aber mal sehen. Wir fahren diesmal, glaube ich, links lang. Ins Dorf rein. Weil da oben ist halt die Gefahr der Jagdpanzer doch noch relativ hoch, muss ich zugeben. Und da links können wir immer noch zurückrotieren in die Mitte. Das passt dann. T28E F30. Aha. Wobei die Mitte natürlich auch sehr reizvoll ist, weil da auch sehr viele Panzer hinfahren, ne? Aber scheiße mal drauf. Bumm, da fliegen wieder Panzer in die Luft. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich krank bin? Wenn nein, dann übrigens, ich bin krank. Ja, mein Freund, was soll ich sagen? Dein Türmchen ist für mich leider zu leicht zu durchdringen. Den Kampf wirst du auf lange Zeit verlieren. Geil, oder? Ist das nicht geil? Er hat gar keine Chance gegen uns. Ich stehe im offenen Feld, ich ganz gemütlich. So, weißt du, im offenen Feld auf ihn und drauf schießen, egal wohin, Hauptsache Turm treffen. Und er gar keine Chance einfach. Oh Mann. Oh Gott, Entschuldigung. Bonk. Bonk. Und den nächsten wegspammen. Weil wir haben auch eine Nachladegeschwindigkeit, die absolut hoch ist. Und tot. Der nächste bitte. Dann fahren wir mal hier hinten zwischen die 2 Gebäude, um den Panzer 38 hier auf den Sack zu gehen. Okay, er will wegfahren, weil er mich sieht. Verstehe ich. Okay, zack. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und da fliehen sie. Und noch ein Hit mitgegeben. Und schon haben wir wieder 700 Damage. Es ist einfach nur heftig. Okay, ich will es ja auch nicht übertreiben. Wir fahren trotzdem mal so minimal vorsichtig. Aber den Lux pushen wir eben weg. Und bumm. Bumm. Naja, ärgerlich. Front einfach durchgefahren, einfach durchgepusht und die hatten keine Chance. Ach, da ist schon eine Hauswand. Naja. Und wir haben bis jetzt nur mit normaler Munition geschossen, das ist ja noch das Beste. Die Prämunition hat dann nochmal eine Durchschlagskraft, die ist ja... Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel höher, aber...
Ich meine, es sind 90 statt 55, also auch insane. Oh, er kommt nicht durch. Mit APCR. Naja. Wie ärgerlich für ihn. Was soll ich sagen? Okay, wir gehen mal hier auf Entfernung mal hinter die Häuser. Damit die uns nicht von oben schießen können. Sagen Sie mal. Was fällt Ihnen ein? Okay, krass. Dann wohnen wir jetzt halt hier. Finde ich sie geil? Eigentlich nicht, weil die den gesamten Berg besitzen. Nicht so tief. Ja. Ha. Ich habe keinen einzigen Maiden mehr. Wie schade. Der eine steht sogar hinten auf dem hier TD-Hügel. Geiler Typ. Ach, der Lago ist weg. Hallo, Valentine. Na? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Querschläger. Querschläger. Okay, krass. Nicht schlecht. Krass, okay, der Valentine kann was ausrichten. Aber auch nur, weil ich mit normaler Munition geschossen habe. Hätte ich mit Primo geschossen, wäre er tot gewesen. Aber ich bin ehrlich, ich lehne Primunition eigentlich größtenteils ab. Ich wollte es euch ja nur einmal zeigen. Und wir haben trotzdem die Front mit Durchpushen easy eingenommen. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieser Panzer ist einfach maximal unfair. Und wenn du konsequent nur mit Primunition schießt, ich schwör's dir, die haben keine Chance. Und das ist, also es ist wirklich einfach simpel mit dem zu fahren. Du brauchst nur reinfahren und drauf zu spammen. Es ist fast unmöglich, dann nicht zu gewinnen. Schon geil. Also, ich meine natürlich mein Feedback zu dem Panzer, ne? Schwierig zu sagen. Auf der einen Seite ist natürlich an sich, per se, ein geiler Panzer, der ist echt stark. Auf der anderen Seite ist es für alle anderen unfair. Also, macht draus, was ihr selber machen wollt. Mir ist es egal. Ich finde den Panzer halt einfach unfair. Dabei würde ich es belassen. Und, ja, ich weiß nicht, welchen ich das nächste Mal anpacken werde. Aber wenn man mal irgendwie so einen kleinen Ego-Boost braucht, dann kann man den auf jeden Fall mal für eine Runde nutzen. Kurz ein bisschen abrocken, dann geht das wieder auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Los geht's.